willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Juline Lisa und ich freue mich mega, dass ihr heute wieder alle eingeschaltet habt. Ich habe jetzt eine Woche lang alle Pakete gesammelt, die bei mir angekommen sind. Und ich dachte, ich mache nochmal ein Video, wo ich euch die Pakete zeige. Ihr liebt nämlich meine Unboxings oder wo ich euch halt zeige, was bei mir angekommen ist. Also ich würde sagen, wir beginnen mal hier in der Ecke. Und zwar habe ich bei Amazon bestellt. Und zwar sind hier drei Sachen drinne. Für ein YouTube-Video, was wahrscheinlich nächste Woche Sonntag online kommen wird, bei Amazon einmal Rosenwasser bestellt. Und zwar ist es 100% pures Rosenwasser. Ich wollte unbedingt nochmal ein Rosenwasser haben, was zum Sprühen ist und nicht so zum Tropfen. Ich möchte euch nämlich so ein paar Summer Hacks geben und dafür brauche ich einmal Rosenwasser. Außerdem habe ich mir dann einmal noch solche Knöpfe bestellt. Was ich mit den Knöpfen genau machen werde, werdet ihr auch in dem YouTube-Video sehen. Aber es sind keine normalen Knöpfe. Und als letztes habe ich mir dann noch von Die Höhle der Löwen, das ist so eine Fernsehserie bei Vox, einen Summer Saver geholt. Also wie gesagt, jetzt gibt dieses YouTube-Video vielleicht ein bisschen mehr Sinn für euch. Ich könnte mal genau raten, was ihr denkt, worum es in dem Video gehen wird. Aber das ist ein Anti-Wunderreibstick. Was das genau ist, erkläre ich euch dann nochmal in dem Video, aber es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Produkt. Außerdem kam bei mir ein Paket von MAC Cosmetics an. MAC kennt ihr wahrscheinlich alle, ist eine Riesenfirma, die super coole Make-up-Produkte haben. Und es ist ein sehr, sehr farbenfrohes Paket. Wir haben hier einmal die neue MAC Stack Mascara. Also wenn ich Mascara trage, dann wirklich die. Ich liebe die. Hier war aber noch eine Lidschattenpalette drin. Und die ist, glaube ich, sehr, 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 sehr bunt. Also das ist die Lidschattenpalette wirklich mit richtig vielen schönen Farben. Und dann waren hier noch Eyeliner bzw. Kajalstifte drin. Ich habe mir in meinem Leben vielleicht einmal oder so einen Eyeliner gezogen. Und ich kann es absolut nicht. Aber hier sind so wunderschöne Farben bei. Zum Beispiel ein Pastell-Lila, ein Pastell-Gelb. Dann ist hier ein Türkis drin. Hier ist ein Weiß bei. Hier ist so ein Rosé-Rot-Glitzer bei. Also hier sind so schöne Farben bei. Dann kam heute Morgen bei mir ein Paket von Capital Bra an. Und zwar von seiner Firma Brati. Die haben nämlich eine neue Sorte gelauncht, die ich ziemlich, ziemlich nice finde. Und zwar ist es einfach ein Grünteegetränk mit Drachenfrucht. Und ich finde den Eistee generell richtig, richtig gut. Und jetzt auch so eine neue Sorte. Passend zum Sommer. Ich finde die Verpackung auch richtig schön. Und ich werde da mit dem Produkt auf jeden Fall einen Taste-Test bei TikTok machen. Die haben mir aber nicht nur diesen ganzen Karton geschickt, sondern noch einen zweiten Karton. Nochmal mit der gleichen Festival Edition. Also, vielen, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall für die nächsten paar Monate sehr, sehr viel Eistee. Also ich werde den Sommer definitiv genießen. So, damit hier die Ecke jetzt auch mal ein bisschen leerer wird, würde ich sagen, machen wir mal hier weiter. Und zwar wieder ein Paket von Diamond Mode. Ich habe das Paket schon aufgemacht. Deswegen sieht es ein bisschen leer aus, weil hier nicht mehr die ganzen Styropor-Sachen drin sind. Ich habe einmal einen richtig, richtig schönen Ring, den trage ich gerade auch. Und noch einen zweiten Ring. Und die Kette, die ich gerade trage, ist auch von Diamond Mode. Die waren alle in dem Paket mit bei. Ich habe dann noch einen Ring für Alex' Schwester bestellt. Dann eine Halskette. Dann noch ein Armband. Nochmal eine Fußkette. Drei Piercings. Und nochmal eine Fußkette mit kleinen Schmetterlingen. Für mich persönlich einer der besten Schmuckseiten, die es so hier auf Social Media gibt. Die verfärben nicht, die sind wasserfest. Also ich bin einfach sehr, sehr zufrieden mit dem. Ich habe noch ein richtig, richtig cooles PR-Paket von Boney Sands bekommen. Ich hatte mir da vor ein paar Wochen selber etwas bestellt. Und zwar eine Sonnencreme, eine Lippenpflege und ein Sonnenöl. Und ich war so in love mit den Produkten. Die haben sich so gelohnt für das Geld, dass Boney Sands darauf aufmerksam geworden ist. Und mir auch ein Paket zugesendet hat. Und zwar mit den neuen One Hour Express Selbstbräunern. Also ich persönlich mag einfach keine Selbstbräuner. Ich habe damit nie gute Erfahrungen gemacht, aber ich würde die voll gerne mal austesten. Meine Mama hat sich auf jeden Fall sehr über das Paket gefreut. Meine Mama mag sowas nämlich richtig, richtig, richtig gerne. Hier ist einmal dieser One Hour Express Selbstbräuner. Dann ist hier einmal ein Self-Tanning Face Mist Spray. Also das könnte ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, selber zu benutzen, weil Selbstbräuner Spray fürs Gesicht
voll nice. Dann sind hier noch drei weitere Selbstbräu da drin. Und zwar einmal in Dark, Ultra Dark und Light Medium. Nicht wundern, ich habe mich gerade voll verschluckt, deswegen drehen meine Augen auch so. Ich kenne mich so ein bisschen mit Selbstbräu aus und weiß, dass die super lange auf der Haut bleiben müssen. Minimum so 8 bis 10 Stunden. Und deswegen voll cool, dass der nur eine Stunde auf der Haut bleiben muss. Also sehr, sehr cool. Die haben anscheinend einen Kokosnussduft, sind vegan und tierversuchsfrei, streifenfrei und kein orangenes Ergebnis. Ein richtig, richtig tolles Paket von Grace an. Grace ist eine Marke, die haben so richtig tolle Blumensträuße, die könnt ihr einfach zu euch nach Hause liefern. Oder die haben auch Trockenblumen und unter anderem auch solche Flowerboxen. Ich werde die auch gleich direkt in mein Ankleidezimmer stellen, die passt da total gut rein. Oh mein Gott, das riecht so krass nach Rose. Oha, die haben sogar einen Duft, was? Oh, wie süß. Oh mein Gott, warte, ich muss es jetzt mal irgendwie hier rausholen. Wie mache ich denn das am besten? Oh mein Gott, ey, das ist ja so niedlich. Also das kommt in so einer Glasvase und dann sind da oben die Blumen drin. Und ich schwöre es euch, die riechen so intensiv nach Rose. Sind das echte Blätter? Es fühlt sich so an. Oh mein Gott, die ist so schön. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr, die aufzustellen. Ich liebe solche Flowerboxen so sehr. Dann habe ich hier noch ein Paket von La Roche-Posay. So, so geil. Das kam schon ein bisschen früher an. Und ich schwöre es euch, ich habe mich in ein Produkt so unfassbar krass verliebt. Und zwar ist es hier diese La Roche-Posay Antelius Sonnencreme. Boah, ich habe sie direkt einer Freundin weiterempfohlen, die hat sich die direkt auch bestellt. Die ist so happy mit der. Leute, ich liebe die Sonnencreme, die ist jetzt hier nicht mehr drin, weil ich die sogar in meiner Schwimmtasche habe. Aber Leute, wenn ihr noch eine gute Sonnencreme sucht, ich schwöre auf diese Sonnencreme. Die ist so geil, die ist so flüssig und die hinterlässt keinen weißen Film. Ihr könnt euch darüber schminken. Die ist einfach geil. Die ist einfach so meine Must-Have-Sonnencreme im Sommer. Dann ist hier noch so ein hautberuhigender Wunderbalsam drin für erwachsene Kinder und Säuglinge. Und der ist für den ganzen Körper, also fürs Gesicht und für trockene Stellen am Körper generell. Und ich neige ja zu Neurodermitis, gerade hier auf den Augenlidern, in meinen und in meinen Kniekehlen. Deswegen, wenn ich nochmal so einen Ausschlag bekomme, freue ich mich unnormal, die dann auszuprobieren. Dann habe ich mir meine Favorite-Produkte nachgekauft. Also wie gesagt, ich habe Neurodermitis und ich vertrage nicht besonders viel auf meiner Haut, gerade wenn es um Schminken und Feuchtigkeit und sowas geht. Also das ist meiner Meinung nach die beste Reinigungslotion, also das ist keine Werbung. Die Sachen könnt ihr in der Apotheke bestellen und ich habe jetzt leider keinen Karton mehr, aber wenn ihr die in der Apotheke bestellt, schaut mal bei Shop Apotheke. Das kommt jetzt voll nach der Werbung rüber, aber beschwöre es euch, das ist keine Werbung. Weil da sind die Sachen super oft immer reduziert und generell bekommt man da so viele Sachen und der Versand sind 1 bis 2 Werktage, also voll nice. Dann habe ich mir hier nochmal meine Feuchtigkeitscreme nachbestellt. Die mische ich immer mit meinen Rituals Body Lotions, damit die so total pflegend ist und weil die keinen Duft hat, nehme ich immer noch die Rituals Creme dazu. Dann eine Must-Have-Creme. Also ich finde, die sollte jeder mal ausprobiert haben. Die habe ich auch einer Freundin weiterempfohlen. Sie hat sich direkt bestellt und mag die auch so gerne. Und zwar hat die auch einen Lichtschutzfaktor von 50 drin. Und es ist einfach eine Gesichtscreme für morgens oder für abends. Und das Tolle ist, die kommt mit so einem Pumpspender hier. Ich habe die schon einmal komplett leer gemacht. Und weil meine Gesichtscreme jetzt wieder leer ist, dachte ich, bestelle ich mir die hier nochmal nach, weil ich super zufrieden mit der war. So, ich sehe gerade, hier ist nochmal ein Paket von MAC Cosmetics. Ist einmal drin. Oh, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Dieses Hydrating Spray mit Vitamin C. Das ist das Fix Plus. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Außerdem war hier noch die Studio Fix Tech Foundation drin. Ich wollte die jetzt gerne als Concealer unter den Augen ausprobieren. Die ist in so einer Dose und das ist so ein fester Concealer. Ich bin richtig gespannt. Ich kann da leider nicht so viel sagen, weil ich die noch nicht ausprobiert habe, die Sachen. Dann habe ich gesehen, dass MAC ein loses Puder hat. Das wollte ich unbedingt ausprobieren. Ich habe es, wie gesagt, auch noch nicht getestet, aber ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Und dann habe ich mir noch 2 Lippenprodukte bestellt. Einmal einen Powerglass Plumping Lipgloss. Ich habe von diesem Lipgloss schon 2 Farben und ich habe mich verliebt in diese Lipglosse. Und dann dazu noch den passenden Lipliner. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier in die Ecke, weil wir haben gar nicht mehr so viele Pakete. Wir machen mal hier mit weiter. Und zwar habe ich die noch nicht ausprobiert. Also ich kann euch gar kein Feedback dazu geben, weil ich noch nicht meine Periode hatte. Aber das ist von Got You Periodenunterwäsche. So unfassbar cool. Ich habe hier die Sachen bestellt für einen Girls Talk. Ich wollte unbedingt mal schauen, wie die Sachen so sind und einfach mal Periodenunterwäsche ausprobieren. Also es gab super viele verschiedene Schnitte. Also es gab etwas größere Unterhosen. Es gab aber auch irgendwo Tangas. Ich glaube, das war der hier. Ja, genau. Also es gibt hier dann nochmal, boah, die haben auch einen richtig angenehmen Stoff. Also hier sind, wie gesagt, einfach Periodenunterwäsche drin. Ich habe die in 2 verschiedenen Größen bestellt. Und wenn ich meine Periode habe, werde ich euch sofort ein Feedback geben. Ich bin so gespannt, wie die sein werden. Dann habe ich hier noch ein Paket von einem Small Business auf Instagram bekommen. Und zwar
heißt sie so. Ich kann leider nie den Namen aussprechen. Aber ich kenne keinen, der so liebesvolle Pakete wie sie packt. Also Leute, es ist wirklich eine Herzensempfehlung. Ich habe die schönsten Klamotten von ihr. Immer wenn ich gefragt werde, Julien, woher sind deine Haarklamotten? Sie sind immer von ihr. Und zwar haben wir hier unter anderem so eine Haarklammer, die so in so einer Muscheloptik ist. Also die ist so wunderschön. Hat aber nicht nur solche Haarklammern, sondern auch so richtig Special Haarklammern mit Perlen dran in klein. Die hat sie aber auch nochmal in der mittleren Größe und in der großen Größe. Und das hier ist sogar mein Favorite. Die habe ich sogar schon. Ich liebe die. Ich liebe diese Klammern so sehr. Halten auch wenigstens in den Haaren. Ich habe so dünne Haare und auch jetzt keine Locken, aber ich habe immer Probleme gehabt, Haarklammern zu finden, die richtig gut halten. Und ich schwöre es euch, die halten so unfassbar gut. Ich möchte ja mal noch meine Favorite-Klammer hier aus der Bestellung zeigen. Und zwar ist es, glaube ich, die pinke hier. Ich finde die so schön. Also, ach, ich bin einfach in Love. Ich freue mich voll, die mit in den Urlaub zu nehmen und da dann zu tragen. Ich sehe gerade, hier ist nochmal ein Paket von MAC. Die Sachen habe ich sogar schon getestet. Und ich muss sagen, ich bin richtig happy mit dieser Palette. Nee, einen Moment, das war die andere. Und zwar hat MAC eine Stranger Things Kollektion rausgebracht und ich habe eine neue Favorite Palette. Die ist so super klein, also ich erkläre euch mal kurz. Ich nehme die Farbe immer als Blush, die Farbe gebe ich in meine Lidfalte und benutze sie sogar als Bronzer. Die benutze ich als Highlighter und die mache ich so auf Augenlid und dann habt ihr so ein perfektes Make-up. Also ich liebe die Palette, weil die auch so klein. Ein letztes Paket haben wir noch und zwar ist es das größte Paket und zwar ist das nochmal von Grace. Ich habe nämlich zwei Pakete von denen bekommen. Ich habe damit irgendwie gar nicht gerechnet und ich habe schon reingeguckt, weil ich nicht mehr abwarten konnte. Hier sind einfach Trockenblumen drin, Leute. Ich liebe sowas ja so unfassbar und ich will jetzt nicht alles zerstören. Aber könnt ihr das sehen, wie schön die sind? Die sind so schön. Ich habe mir jetzt bei Depot noch eine Vase gekauft. Ich werde die jetzt nachher ein bisschen kürzen und dann in die Vase stellen. Und ich schwöre es euch, ich freue mich so sehr, die aufzustellen. Weil den Blumen kann einfach nichts passieren. Ich habe einfach keinen grünen Daumen. Und diese Blumen werden für immer bei mir überleben. Das waren auf jeden Fall alle Pakete, die innerhalb von einer Woche bei mir angekommen sind. Wenn ihr wollt, dass ich so meine Pakete öfter sammle, vielleicht auch nochmal über einen längeren Zeitraum, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Dann kommt bald nochmal so ein Video online. Ihr seht jetzt gleich noch einmal zwei Videos eingeblendet und mein Zeichen zum Abonnieren. Habt eine schöne Zeit und bis dann. Tschüss!